Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung vom Old Start Cold Start Hashtag 11. Unsere Puch Super Maxi, eine echte Schönheit. Und ich habe am Ende vom letzten Video mir ein paar Sachen vorgenommen für heute, nämlich den Motor gescheit zum Laufen zu bringen und mal die Schönheit von dem Moped ein bisschen hervorzuheben. Das heißt, es ein bisschen sauber zu machen, mal darauf zu achten, dass man es auch präsentieren kann. Ich habe in der letzten Folge aufgehört damit, dass ich halt eben ein bisschen mit dem Vergaser herumgespielt habe. Ich habe eigentlich den Remus-Auspuff als Fehlerquelle ausgeschlossen, weil hinten ist schön das Abgas rausgekommen, da ist nichts verstopft gewesen oder sonst irgendwas. Zündung habe ich mir soweit auch angeschaut. Mit der Zündung stimmt alles. Die macht einen schönen blauen Funken. Ich habe die Zündkerze noch einmal mit dem Abstand eingestellt vorne, also daran liegt es auch nicht. Dann habe ich mir natürlich den Zylinderkopf runtergenommen, habe ihn mir angeschaut. Es ist kein Öl mit verbrannt worden, also wir haben nicht irgendwie einen Simmering eingezwickt, wie wir ihn aufgezogen haben oder so. Und das ist halt eins von diesen Projekten, wo man wirklich sitzt und sich denkt, ach du Heiliger, was habe ich falsch gemacht? Was ist verschließen? Was funktioniert nicht? Was ist die Ursache dafür, dass das Moped nicht am Stand läuft und keine Leistung im unteren Drehzahlbereich hat? Ich habe hier vor mir so viele zerlegte Typ 18 Vergaser liegen. Und ich habe jetzt auch andere Standgasdüsen ausprobiert, nämlich eine 28er und eine 34er. Original war 26 drinnen. Und mit der 34er ist es noch am besten gegangen, was aber laut Bedienungsanleitung von der Supermaxi viel zu fett war. Und das hat man auch gesehen, weil das Ding hat geraucht wie die Hölle. Man hat hinter mir nichts mehr gesehen. James Bond Rauchschleier. Ich bin in dem total untergegangen und hätte mich nie wieder gefunden. Ich war jetzt schon bereit, den Motor wieder zu zerreißen. Und dann habe ich halt ein bisschen weiter geschaut, hatte Kurbelwelle Höhenspiel, weil der Motor klingelt ja, wie wir im letzten Mal gehört haben. Und natürlich die Kurbelwelle klingelt, weil sie sehr rostig war, aber nein, sie hat kein Höhenspiel, macht euch keine Sorgen, ich habe es überprüft. Ist der Supermaxi-Zylinder dicht, hat der genug Kompression? Weil wir haben ja bei dem gehonten Zylinder gesehen, dass es sehr oft auftritt, dass der Supermaxi eine Schliffkante bekommt und dann halt eben einfach nicht mehr gescheit funktioniert. Und ich habe mir das alles angeschaut und überlegt, was kann sein, was ist mit dem Ding los? Und ich weiß nicht, wie müde ich an dem Tag war oder wie sehr mir die Abgase von dem Ding schon zu Kopf gestiegen sind, aber ich habe es zum ersten Mal seit 5 Jahren, in denen ich das mache, geschafft, einen Kolben falsch herum einzubauen. Und damit verschwendet man so viel Zeit. Also trivialer Anfängerfehler, verdammt. Für die von euch, die es nicht wissen, es ist ein Pfeil auf jedem Kolben von 2-Takter, auf den meisten 4-Taktern auch. Und der Pfeil hat immer in Auslassrichtung, also nach unten zu zeigen und nicht so wie bei mir in Richtung Vergaser. Warum ist das beim P1 übermäßig schlimm? Der P1-Kolben hat jetzt nicht wirklich oben und unten ein unterschiedlich langes Kolbenhemd, also wäre es nicht so schlimm, wenn man ihn verkehrt einbauen würde, hätte er nicht Boostports auf einer Seite. Was so viel heißt wie, er fördert nicht extra Frischgas in das Kurbelgehäuse rein, sondern er fördert extra Abgas in das Kurbelgehäuse rein, wenn er wieder nach oben fährt, was einfach ultra schlecht ist. Das ist so wie eine Pfusch AGR für euren E50 Motor. Also, das ist nicht gut. Ich werde das jetzt logischerweise sofort rausreißen und richtig stellen. Jeder von euch, der schon mal einen Supermaxi-Kolben in live gesehen hat, müsste jetzt wissen, hier oben müssten Boostports sein. So wie auf dem Exemplar, das ich hier halte. Und wenn ich mit dem Finger hier unten spüre, fühle ich ganz genau, dass meine Boostports hier auf der falschen Seite sind. Also Klassiker von Kolben verdreht. Hätte nicht gedacht, dass mir das nochmal passiert, aber es gibt für alles ein erstes Mal. Nehmen den jetzt raus, drehen um, bauen das Ganze wieder zusammen und hoffen, dass der Rest von dem Moped okay ist. Mir fällt hier jetzt ehrlich gesagt gerade was auf. Und zwar ist es ja ein Supermaxi-Motor und ich kenne mich mit den Dingern ja schon relativ gut aus. In meiner Erinnerung sind Supermaxi-Wellen, egal ob P1 oder Supermaxi, immer braun am Pleuel. Und zwar nicht, weil sie verschmutzt sind, sondern weil sie einfach ein anderes Gussmaterial haben. Deswegen bin ich jetzt hier ehrlich gesagt sehr verwundert, weil dieses Grau, das hier drauf ist, schaut mehr aus wie das Grau von einer Reto Big End Welle. Das hier ist eine P1 Welle, von der ich weiß, dass sie original ist. Natürlich ist sie jetzt schmutzig, aber ich habe hier ein bisschen gewischt und ihr seht, dass das Ganze so mehr ein bisschen messingfarben ist, so bronzemäßig oder was auch immer. Und man sieht auch, dass das Auge eine andere Form hat. Irgendwie glaube ich nicht,
dass das eine originale Supermaxi-Welle ist. Ich hätte jetzt aber beim Zusammenbauen vom Motor ehrlich gesagt nicht erkannt, was es für eine ist. Gut zu wissen ist, dass sie schon mal getauscht worden ist und der Besitzer sich wirklich das Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, ich will wieder eine Nadellagerwelle reinhaben und nicht eine Kupferwelle. Also wenn dieser Motor repariert worden ist, dann definitiv nicht von einem Idioten so wie mir. Und was wir jetzt machen, um es uns ein bisschen einfacher zu machen, ist, wir geben auf der anderen Seite schon einmal einen Clip rein, dass wenn wir den Kolben einfädeln, dass wir das nicht zweimal machen müssen. Und dieses Mal baue ich ihn sogar richtig rum ein. Und auch beim Zylinderkopf ist es vor allem bei der P1 sehr wichtig, wie man ihn drauf gibt, weil ich hier eine Nase drinnen habe, wie ihr sicher gesehen habt. Und das Puch-Logo gehört hier nach unten. Okay, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das Ding ist wieder zusammengebaut. Originaler Vergaser, originale Bedüsung. Auspuff, ich schraube mal besser das Standgas zurück, weil das ist jetzt wahrscheinlich komplett verstellt. Nur, dass sie uns jetzt nicht volles Karacho hochdreht. Tja, das läuft immer noch nicht perfekt. Jetzt geht's wieder an die Feinabstimmung mit dem richtig herum eingebauten Kolben.
Also im Endeffekt ist es doch noch ein Happy End mit dem E50 Supermaxi geworden. Kein Wunder, dass er nicht gescheit laufen wollte, wie er über den Boostport die ganze Zeit Abgas ins Kurbelgehäuse reingedrückt bekommen hat. Ihr müsst natürlich am Start beachten, wo das Ding so gequalmt und gestottert hat, dass ich in den ganzen letzten Startversuchen den Auspuff komplett voll mit Ruß, Benzin und Wasser gepumpt habe, weil sie jetzt auch gewaschen worden ist. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Und der Lack drunter ist wirklich super beieinander. Bis auf diese paar kleinen Roststellen von dem Korb, der vorne auf der Lenkung drauf war, ist der Lack eigentlich tadellos. Man muss jetzt halt aufpassen, dass sie nicht wirklich in der Sonne steht, damit diese Gitternetze nicht verschwinden. Aber ich muss euch sagen, im Endeffekt war es eine gute Entscheidung, dass ich das Ding doch gekauft habe, weil es war ursprünglich nur bei mir, weil ich es mir ausgeborgt habe für ein Oldstart Coldstart. Im Endeffekt habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich werde nie wieder so eine schöne Supermaxi irgendwo finden. Ein paar Kleinigkeiten hat sie natürlich noch zum Erledigen. Es wäre sicher von Vorteil, wenn sie eine neue Kurbelwelle bekommt und auch wenn der Motor generell einmal auf Vierlager umgebaut wird. Das sind aber Themen für kommende Videos. Fürs Erste wird das Moped jetzt wahrscheinlich mal für ein paar Folgen untergehen. Schauen wir mal, wann es das nächste Mal auf dem Kanal kommt. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zur Supermaxi unten in den Kommentaren dalassen. Ich wünsche natürlich wie immer viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.